Die Schlagzeilen vom Sommer 2001 gingen um wie ein Lauffeuer. Quer durch Gera baut der GVB eine neue Straßenbahnlinie. Schon wenige Monate später kommt ein starkes Stück Gera ins Rollen. Straßenbahnen haben in Gera seit über 100 Jahren Tradition. 1892 entstand hier die zweite Straßenbahnlinie Deutschlands. Die Netze veränderten sich mit den Veränderungen in der Stadt. Die Linie 1 soll von Anfang an mehr als eine neue Bahnstrecke werden. Sie soll verstopfte Straßen von Autoverkehr und Umwelt entlasten, zwei wachsende Stadtteile neu verbinden und 6 Kilometer Gera auf Vordermann bringen. Die 6 Kilometer hatten die Sanierung lange nötig. Bilder aus der Zeit vor dem Bau erinnern an die Zustände in der Leibniz- und Gutenbergstraße, in der Reichsstraße oder der Tollerstraße. Das ganze Gebiet am Pfortener Gut war verwildert und so zugewachsen, dass das große Gelände kaum noch jemand wahrnahm. Viele wichtige Einrichtungen in Zwözen und unterm Haus waren wie abgekoppelt vom Rest der Stadt. Am 20. August 2002 eröffnete Bundesverkehrsminister Kurt Budewig offiziell das Projekt Linie 1. Sie hat in 4 Jahren 6 Kilometer Gera bewegt, hat Gera aufgeräumt, Straßen, Radwege, Grünzüge, Parkplätze geschaffen. Sie hat die Stadt neu miteinander verbunden und neue Lebensqualität gebracht. Mit der Haltestelle am Hauptbahnhof entstand eine Bahn-Bahn-Verbindung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Lassen Sie uns die Freude über ein starkes Stück Gera teilen, hieß es zur Eröffnung der Linie. Wirklich ein starkes Stück, auf das Gera stolz sein kann.